Sönke Rotenberger heißt der Abräumer bei den deutschen Meisterschaften in der Dressur. Er ging als Doppelsieger nach Hause. Erneut war das Dressurstadion am Sonntag bis auf den letzten Platz besetzt. Sönke Rotenberger mit seinem Pferd Cosmo zeigte eine fabelhafte Leistung im Dressurviereck und holte sich satte 88,425%. Hier konnte man das Wort Hacken, Biegung noch mal richtig sehen, was das eigentlich bedeutet. Und sie haben wirklich ihre Pferde toll präsentiert. Auf dem zweiten Platz kam Dorothee Schneider mit ihrem 12-jährigen Hengst Sammy Davis Junior. Sie erreichte 82,975%. Knappe 0,3% lag Jessica von Bredow-Werndl und ihre 11-jährige Trakehnerstute TSF Dallera BB hinter der Silbermedaille zurück. Spricht die Turnierleitung auch den zahlreichen Helferinnen und Helfern vor und hinter den Kulissen des Balve Optimum aus. Es sei ein tolles Turnier gewesen, resümierte Rosalie von Landsberg-Fehlen.